Ein flauschiges Hallöchen, Leute. Ich bin's wieder, euer Flushi zockt. Und herzlich willkommen zu meinem neuen Part von Mario Kart 8 Online. So, dann machen wir direkt weiter. Und ich fahr mal mit meinem Maskottchen wieder. Und ich habe den natürlich schon vernachlässigt und darum muss ich den mal wieder nehmen. So, und man merkt, dass hier viel los ist, also dass gute Spieler hier wirklich dabei sind, weil ich nämlich auf Global gegangen war mit den DLC-Strecken, aber gerade ja, spielen wir nicht in einer DLC-Strecke. Aber ja, ich habe ja schon mal gesagt, so wenn man Global mit DLC-Strecken ja geht, dann trifft man meistens wirklich so Pros. Ja, es ist wirklich die Wahrheit, Leute. Wenn man schon, ja, wenn man schon viele Punkte gesammelt hat, dann fällt das einem bestimmt schon auf. Das ist mir schon aufgefallen. So, aber anscheinend bin ich Erster ohne Probleme. Was ist da los? Okay. Ja. Das ist ja mal kein Stress hier, wie man merkt. Okay, also wahrscheinlich werden die gerade hier voll abgehalten. So. Wahrscheinlich treffen die sich gegenseitig so mit Items. Jo. Aber ist merkwürdig, Leute, warum ich Erster bin, wirklich. Wahrscheinlich bin ich in einem Part immer so geskillt, als ich weiß nicht. Ich kann das nicht beschreiben, Leute. Also vorhin, als ich noch nicht aufgenommen habe, ja, da war ich wirklich hinten am Kleben manchmal, also auch mittendrin gewesen. Es war wirklich schon stressig. Aber es ist wirklich merkwürdig, Leute. Warum ich Erster gechillt werde? Ja. Ohne Probleme. Ja, der Blue Shell natürlich, der kam nicht. Das war also nicht so stressig. Jo. Kann von mir aus immer so bleiben. Wie wir die Punkte gerade sehen, sind da gute Spieler dabei. Einer mit 84k. Okay. Ja. Nice. Dann bis gleich. Das war nur Glück, Leute. Also ich bin mal gespannt, wie das jetzt eine Regenbogenstrecke so laufen wird. Und ja, Leute. Das ist eine meiner Hassstrecken. Okay, die Feier hoppen gerade schon. WTF. Ja, WTF. Okay. Ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt. Das war nur Glück. Das war einfach nur Zufall gewesen, dass ich Erster war, ey. Wirklich. So. Ja, ich habe ja mal gar nicht mal von einem Kommentar mal ja, ich hatte mal ja mal angesprochen schon im letzten Part wegen die 300 Abonnenten, was ich denn machen werde und so, und da habe ich einen Kommentar vergessen, was ich noch nicht angesprochen habe, und ich wusste es in dem Part nicht, also im vorherigen Part nicht. Und ja, ich habe mich natürlich entschuldigt. So. Der hat mich ja direkt angeschrieben, so, dass er, ja. Der hat mich wieder drauf hingewiesen. Und zwar hat er mir, hat ein, irgendein YouTuber, ich weiß es nicht mehr, ja, geschrieben, dass ich mal ein einstündiges Turnier mal machen werde oder ein zweistündiges, oder. Ja, dass ich mal ein Turnier machen könnte oder so. Und WTF, Alter, wie ich überholt worden war. Aber, ey, ich werde noch Vierter, okay? Ja, ist in Ordnung. Kann ich noch dulden. Also, geht noch. Dann bis gleich. So, dann wollen wir mal noch das letzte Rennen genießen, würde ich mal sagen. So. Okay, es ist wirklich gut was los. Das gefällt mir.
Okay. Man sieht einfach heftige Typen. Ja, Leute, also ich finde das schon wirklich eine gute Idee von dem einen Kommentar, was ich ja gerade angesprochen habe, so. Als, ja, wenn ich mal, ich weiß nicht, ja, so ein Vorschlag von dem Mobile Game Skiller sehe ich gerade auf YouTube. Also ich wollte mal gerade noch die Kommentare mal, ja, nochmal gucken, so. Ob da vielleicht neue Vorschläge sind, so. Was ich ja machen könnte, wenn ich die 300 geschafft habe. Abonnenten dann natürlich, ne? So. Ja. Ich könnte ja mal den Kommentar mal vorlesen. Ja, jetzt aber wirklich im Rennen, verdammt. Live, verdammt. Ja. Ich habe es hier ja schon geschrieben. Eine Stunde bis zwei Stunden Turnier am Wochenende oder so. Ja. Ach ja, natürlich. Wenn man schon über was spricht, da wirst du nur gefistet. Was für ein Bullshit. Ja, ist doch so klar, Leute. Ich höre am besten auf. Ich halte mich jetzt raus. Guckt ihr euch das an. Das ist Bullshit, sowas. Wenn man schon einmal was anspricht, Leute. Einmal was anspricht, dann wirst du schon Letzter. Hast du keine Chance mehr. Hast du null Chancen. War mir schon so klar, Leute. Hätte ich das sein gelassen, Alter. Ich bin so dumm heute. Und ich werde nie wieder noch was ansprechen, Alter. Das ist Bullshit, sowas. Also, wegen die Punkte, Leute, müsst ihr das leider verstehen. Es ist einfach hart. Es wird härter. Es wird einfach härter, ey. Okay, Leute. Ich höre am besten direkt mit einem Rennen auf. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und haut rein.